I've been dancing, dancing all night long. Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, warum ich diese Schießen immer mache. Also ich mache es nicht immer, aber ab und zu. Und es ist halt eigentlich kann ich das auch lassen. Ab heute lassen wir das. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch hier wieder verlaufen habt auf diesem Kanal. Ihr habt schon anhand des Thumbnails gesehen. Heute wieder ein First Date. Und zwar zwei sehr besondere Menschen. Ich weiß noch nicht, wer. Aber ich werde es gleich sehen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ist eine schöne Runde. Wieder mal, wenn ich mich hier so umgucke, ist eine sehr gemütliche Runde, ne? Freut mich, doch. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, herzliche Einladung. Ich meine, ey, wir sind letzten Monat 35.000 Leute dazugekommen. Das ist wirklich krass. Das heißt, über 1.000 Abonnenten am Tag, die neu dazukommen. Und das ist schon ein Liebesbeweis von euch. Das freut mich schon sehr, sag ich ehrlich. Und ja, Link zu RTL Plus findet ihr in der Beschreibung. Und zu allem anderen auch. Wenn ihr Bock habt und Instagram viel nutzt, dürft ihr auch gerne da vorbeischauen. Würde mich natürlich auch freuen. Dort bin ich ein bisschen privater so. Da zeige ich auch einfach mich mal nackt oder so. Gut, wir gehen rein ins Date. Let's go. Ich heiße Thomas, ich bin ein Mensch, mit dem man über alles reden kann, der Herz hat, der Gefühle zeigt. Frührentner, wie wird man das? Ich will auch, Thomas. Ich will auch. Mit 45 bin ich auch in Rente. Das ist mein Ziel. Ich habe noch 20 Jahre. Ich schwöre, ich schaffe das. Wenn ihr weiterhin so meine YouTube-Videos guckt, die nächsten 20 Jahre, dann bin ich auch Frührentner. Ich sage ehrlich, Leute, läuft gut. Ich bin glücklich. Mir geht's gut. Familie geht's gut. Hm, ja, doch. Kann und ja, einfach vor seine Freunde da ist. Die Frau sollte schlank bis mittelschlank sein, nicht zu mollig. Augenfarbe ist egal. Sie sollte einfach zu mir passen. Schönen guten Abend. Hallo, Roland. Hallo. Freut mich, dich mal persönlich kennenzulernen. Mir geht's genauso. Ja, bin ein großer Fan von dir. Ja. Das ist eine schöne Begrüßung. Ja. Wo kommst du her? Aus Ahlen bei Stuttgart, im Ostalbkreis. Was machst du dort? Ich wohne mit meiner Mutter. In einer 96 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnung. Okay. Meine Mutter ist Oberschenkel amputiert seit 2001. Ich kümmere mich ein bisschen um sie, um ihr Einkaufen. Und okay. Mein Vater ist vor 9 Jahren an Krebs gestorben. Und daher haben wir so wie eine Art Wohngemeinschaft gegründet und versuchen halt den Alltag bestmöglich zu meistern. Klingt ganz schön dramatisch. Wie würdest du das mit deiner Frau dann handhaben? Wenn du jetzt mit deiner Mutter lebst, wie? Ich denke, das würde sich arrangieren lassen. Also meine Mutter ist ja nicht pflegebedürftig. Ja. Ich brauche halt nur im Alltäglichen beim Hausgebrauch mal Hilfe. Und dich brauchst du? Also brauchst du mich hin und wieder schon. Also komplett, dass ich sage, ja, ich mache mich vom Acker, das kann ich nicht. Das habe ich auch. Das würde mein Herz, glaube ich, brechen. Also ist ja auch deine Verantwortung, die dir das sagt. Was ein Süßi, ja. Die Frisur bin ich nur noch am analysieren. Mit jeder Welle kommt ein Traum. Träume gehen vorüber, deine brennst verstaunt. Das ist die perfekte Spaß. Richtig. Ja gut, Thomas, eine Kathi kommt für dich. Ja, freue ich mich. Magst du die Jacke anlassen? Ja, gar nicht. Die wird sie ausziehen. Treue, Ehrlichkeit, Zusammenhalt, dass man gemeinsam durch dick und dünn gehen kann. So. In guten wie in schlechten Zeiten. Das ist sprich, mir mein sehr Löwe. Wichtig. Ja. Und dass man einfach füreinander da ist, wenn man seine Partnerin braucht. Hallöchen. Grüß dich, Roland. Wie geht's? Gut, danke schön. Also ich bin die Kathi. Meine Freunde, denke ich mal, dass sie mich als offen und ehrlich einschätzen tun. Auch Frührentnerin. Digga, wie haben die das alle gemacht? Sie ist 41. Ich habe viele Fragen, aber wir heben die uns erstmal auf. Und immer direkt. Die Augenklappe finde ich cool. Ja, danke. Warum mal trägst du die? Weil ich im Moment so ein bisschen wackelig drauf bin. Aber es geht. Du bist wackelig? Ja. Aufgeregt und wackelig. Und deshalb brauchst du die Augenklappe? Ja. Aber ist sie wackelig, weil wegen aus bestimmten Gründen oder ist sie dicht? Weil so wie sie läuft, laufe ich manchmal, wenn ich wegen Ich trage heute die Augenklappe, weil im Moment ist mir etwas schummrig mit den Augen, dass ich da nicht gerade sehen kann und deswegen trage ich sie halt. Hallöchen. Nur kurze Irritation, wo sie reinkamen, weil ich dachte erst, vielleicht ist sie blind. Hi.
Hi, bin die Kathi. Wie geht's? Gut super. Angekommen? Ja, natürlich. Ja, wer bist du denn? Thomas, weiß ich. Thomas, ja. Bin die Kathi. Prima, Kathi. Schöner Name. Magst du hier? Ja, danke schön. Schlanke Frau, nicht mollig, also alles was ich mir so, wo ich wirklich Daumen hoch machen kann. Daumen hoch, sie ist schlank. Daumen hoch, sie ist nicht mollig. Daumen hoch für die Augenklappe. Daumen hoch für alles. Aus welcher Ecke kommst du? Aus Aalen bei Stuttgart. Bei Stuttgart? Ja. Okay, also ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Das kenne ich, ja. Ah, ja. Von der Entfernung her ist das... Das ist auch da, das Eck, der Kreis, wo ich herkomme, gell? Schwäbisch Hall hatten wir ja schon mal besprochen, obwohl vielleicht ist das Video noch nicht online. Ich komme immer ganz durcheinander. Vielleicht kommt das Video, in dem wir darüber reden, erst noch. Ich weiß es nicht. Ist auch für mich akzeptabel? Knapp 130 Kilometer von mir weg. Also da lässt sich aufbauen drauf. Bist auch ein bisschen aufgeregt, bin oder? Ein bisschen nervös, ja. Das macht mir nicht alltäglich sowas. Bin sehr nervös, ja. Also da geht der Puls schon ziemlich hoch. Ja. Schöne Tattoos hast du übrigens. Ja, danke schön. Ja. Hast du welche? Ich habe keine Tattoos, nein, gar nichts. Ich hoffe, das stört dich nicht. Das stört mich nicht, nö. Also das... Ne, finde ich sogar schön, das ist so diese Verzierung und Muster. Ja. Ich mache so 3 bis 4 Mal im Jahr immer solche Tattoo-Sessions. Mhm. Okay. Und die Augenklappe musst du halt heute bei mir etwas entschuldigen. Na, macht nichts. Ja. Ich laufe sonst nicht so wie ein Pirat herum. Ja, okay. Ich dachte erst eine Erkrankung vielleicht oder so. Nee, ich habe nur ein bisschen schummrige Augen. Mhm. Ja. Und mit. Bevor ich dann hier irgendwie einen Unfall baue, dann laufe ich dann wieder mit dem abfassen. Genau. Prima. Das ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend. Grüßzeichen. Grüßzeichen, genau. Das ist schön. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Ja! Ja. Genau. Ich habe mich wohl gefühlt mit ihm. Also ich habe gemerkt, dass es Sympathie betont ist. Also es hat irgendwas. Ja, schauen wir mal. Ich finde die auch süß zusammen aktuell, aber ich kann es einfach noch alles noch nicht einordnen. Ja. Mhm. Hast du eigentlich noch Geschwister? Keine Geschwister. Ich habe Cousins. 2 Cousins wohnen in Leipzig. Okay. Das ist wie ein Bruder für mich. Wir kennen uns schon seit Kindertagen an. Ja. Mein Vater ist 2013 an Lungenkrebs gestorben. Okay. Und meine Mutter sitzt im Rollstuhl seit 2001. Die haben sie das Bein amputiert damals, okay. vor 20 Jahren. Und ich gehe halt immer öfters mal für sie einkaufen, Wege erledigen. Und natürlich. Was halt so anfällt, weil die brauchen mich, die ist auf meine Hilfe angewiesen und da kann ich nicht sie im Stich lassen. Ich sehe es an meiner Oma, die wird jetzt auch gepflegt von meiner Cousine. Das gibt ein gewisses Ehrgefühl. Ja. Man muss sich auch helfen gegenseitig. Man muss sich helfen. Gerade als behinderter Mensch ist es wichtig, dass man für den anderen da ist. Und ich bin ja selber 50% behindert. Ich habe ja auch einen Schwerbehindertenausweis. Okay. Weil ich eine Lernbehinderung habe seit meiner Kindheit. Okay. Daher kann ich auch nicht jede Tätigkeit ausüben auf dem aktuellen Arbeitsmarkt. Okay. Ja. Also wir konnten direkt über die Themen sprechen und da hat niemand was verschwiegen oder sich stumm geschalten oder. Ich finde die beiden super süß zusammen. Also, was heißt zusammen? Ich finde die auch einzeln super süß. Man merkt richtig so, dass bei beiden so, keine Ahnung, die haben viel erlebt. So, wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich kann mich ja nicht darauf beruhen, auf diese Aussage, aber ich glaube, die haben viel erlebt und man merkt das so ein bisschen auch. Er zögert überhaupt nicht, egal ob bei Roland oder bei ihr, direkt das anzusprechen, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Er packt das direkt aus. Das ist Respekt, ich sage ehrlich. Das war halt schon interessant. Ja. Ich bin immer so eine Grinsekatze, sagt man immer. Ein Lächeln ist viel wert. Ja. Ja. Es gibt so viele Menschen, die so ernsteren Blick haben. Vielen Dank. Guten Appetit, lasst es euch schmecken. Gut aus. Ja. Ja, wirklich. Guten Appetit. Guten Appetit wünsche ich dir, ja. Naja, lasst es euch gut gehen, schmatzet nicht zu laut und dann passt es schon. Fand ich gut, mal eine kurze Ruhephase und konnte man sich mal in den Augen blicken und schauen, was hat der andere von der Augenfarbe und man kann auch mal kurz einen Moment schweigen und dann den Moment genießen, das finde ich interessant. Welche Augen hast du? Grüne Augen, oder? Ja, Katzengrüne. Ja, genau, wie eine Katze. Und du hast braune. Ich habe braune Augen, ja.
Mhm. So viel nett hier zu sitzen. Mhm. Die sind beide ganz, ich krieg hier Weihnachtsstimmung blüht irgendwie auf. Die sind beide so, die sehe ich auf, an Weihnachten sitzen die an der Couch und ja, die sind halt, die essen ihre Plätzchen, ihren Lebkuchen und trinken dazu einen Weihnachtstee und der Schnee prieselt und so. So die zwei, so doch, die haben so eine innere Ruhe, Digga. Das war ein angenehmes Schweigen für mich. Von der ganzen Aufregung her habe ich jetzt auf einmal nicht mehr so großen Hunger. Okay. Aber es schmeckt richtig lecker. Na, das ist klar, die Aufregung. Ja. Ja. Also nimmst du mir nicht böse. Ich bin dir nicht böse, alles gut. Freue mich, dich zu sehen. Und ja. Ja, genau. Ja, nettes Date. Ja. 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 Kann nur Tito sagen. Vielen Dank. Es war interessant. Interessant heißt aber, was heißt es jetzt? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ich möchte erstmal abwarten, wie ihre Reaktion ist. Wie fand sie mich, bevor ich da jetzt vielleicht zu voreilig bin? Okay. Ich hätte es mir gewünscht, dass er vielleicht auch mir eine Intention gesagt hätte, komm, ich übernehme das, dass er mir so einen kleinen Funken geben tut. Aber das hat er leider nicht gemacht. Ja. Sehr schön. Sollen wir teilen, oder? Wir können auch teilen, ja. Wenn die, ja. 49,50. Ja, Schwaben, ne? Schwaben. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Es liegt einfach nur daran, dass er Schwabe ist. Er kann nichts dafür. Ich war selber Schwabe. Ich habe das alles durch. Ich habe auch geteilt. Ich habe viel geteilt. Sehr viel habe ich in meinem Leben geteilt. Jetzt wird nicht mehr geteilt, weil ich habe es rausgeschafft. Ich habe es da rausgeschafft, ja. 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 Können wir erstmal teilen und beim nächsten Mal dann. Ja. Wie du möchtest. Ja, gerne. Klar. Würde ich vorschlagen. Das ist. Ich bin in der Hinsicht emanzipiert, dass ich das auch selbst gerne bezahle. Beim nächsten Date würde ich sie dann vielleicht nochmal einladen, wenn man sich dann nochmal, falls man sich wieder sieht, das ist. Deswegen bin ich erst einmal vorsichtig und wollte erst einmal die Kirche im Dorf lassen. Vorsicht! Vorsicht! Man könnte Geld ausgeben für jemanden, den man nie wieder sieht. Halt! Achtung! So, ihr Lieben. So, vielen Dank für das schöne Date. Ich würde euch verabschieden. Ja. Vielen Dank. Hattet ihr eine schöne Zeit bei uns? War wunderschön, ja. Ja? Ja, super. Also, hattet ihr auch genug Zeit, um genug euch Zeit. Gegenseitig gut kennenzulernen? Richtig. Ja. Oder habt ihr das Gefühl, da kann man noch mehr erfahren? Da kann man noch mehr erfahren, ne? Ja. Ja. Das wollte ich nur hören. Ja. Ja. Sehr schön. Genau. Ich danke dir. Dankeschön. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Und noch einen wunderschönen Restabend. Dankeschön. Ebenfalls. Ja. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönes Date gewesen, nette Frau, sympathisch und in meinem Alter und also, ja. Ich bin gespannt. Ich kann es gar nicht einschätzen gerade. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe das Gefühl, er will auf jeden Fall nochmal. Sie bin ich mir nicht sicher. Wird es ein zweites Date geben? Ich fand es sehr interessant. War also ein nettes Date und wir haben uns relativ schnell gut verstanden, war zumindest mein Eindruck. Und ja, also ich würde dich gerne näher kennenlernen. Ja. Ja, es war wirklich ein interessantes Date. Du bist als Mensch und als Mann sehr offen und ehrlich, was ich sehr schätze bei dir. Nur für mehr hat es bei mir nicht gereicht. Kein Problem, nichts. Kein Problem, ja. Er hat alles richtig gemacht. Auf Nummer sicher gegangen, 50-50 und kein Minus. Ja, Macher! Ich hab's da rausgeschafft, ja. Gute Intention gehabt. Er hat auf sein Herz gehört und sein Herz hat ihn nicht enttäuscht. So, und das ist manchmal das Wichtige, liebe Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie er sich auf der Rückfahrt freut. Er ruft seine Mama an und sagt, Mama, ich habe kurz überlegt, sie einzuladen. Ich habe so kurz drüber nachgedacht. Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, nein, ich bin Schwabe, ich lad nicht ein. Das geht nicht. So. Und weißt du, was dann passiert ist? Sie hat mich einfach abblitzen lassen, die blöde Kuh. Na, ich kack ab. Zum Glück habe ich keinen Minus gemacht, gell?
So wird es sein. So wird das Telefonat mit seiner Mutter sein. Ich sag's euch, wie es ist. 1:1 so. 1:1 so. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr beim neuen Video. Hier oben ist irgendwo die First Dates Playlist verlinkt. Falls ihr es euch gerade gemütlich gemacht habt, könnt ihr gerne weiter gucken. Würde mich natürlich freuen. Und ansonsten, ja. Passt auf euch auf. Haut rein. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.